Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wizard of Wings. Weiter geht's im Kapitel Cyberpunk 3077. Drei Level habe ich noch vor mir. Ich bin gespannt, was da so kommt. Gucken wir auch gleich mal rein, was uns jetzt hier so erwartet. Das Setting kennen wir ja schon aus der letzten Episode. Alles ein bisschen futuristisch, so soll es ja auch sein. Auf dem Tisch wieder unser Käfig, auch hier wieder mit so einem Verschluss. Was haben wir hier? Drähte und Symbole. Können wir die bewegen? Nee. Aber bestimmt müssen wir die irgendwann neu verkabeln. Auch wenn das jetzt noch nicht geht. Das wird sich ja irgendwie zeigen. Moment, was haben wir hier? Ah ja, da brauchen wir bestimmt wieder ein Werkzeug zum Schraubenlösen. Hier ist irgendwie so ein Schaltkreis. Das kann man nicht bewegen. Hätte ich jetzt tatsächlich vermutet, dass das so ein Schalter ist. Ist aber keiner. Ha, wenigstens etwas. Wir haben schon mal den Schlüssel, den wir ganz am Ende brauchen. Na, macht ja nichts. Hier haben wir eine Kugel. Aha. Ja, damit haben wir ja schon mal irgendwas aufgemacht, immerhin. Was ist das hier? Eine Kachel. Und hier sind auch viele Kacheln. Oh, Memory. Ei, ja, machen wir gleich mal, ne? Da kann ich wieder zeigen, wie ich mir was nicht merken kann. Oh je. Ah, ach nee, das war nicht das gleiche. Na toll, sah aber ähnlich aus. War das nicht hier? Nee. Hier, richtig. Moment, wo war der Unterschied? Wir haben einen Kreis mit einem Dreieck drin und hier... hier haben wir ein Viereck mit einem Dreieck drin. Meine Güte. Das Ding habe ich auch schon gesehen. Da aber nicht. Das kenne ich auch. Nee, falsch. Ah. Okay, aber das ist hier. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie viele Züge ihr gebraucht habt, um das hier zu lösen. War jetzt hier, oder? Nein, natürlich nicht. Gut. Jetzt haben wir es. Immer wieder schön. Wir haben ein Kabel hier. Oder einen Draht. Was ist das hier? Das ist nichts, aber hier ist doch noch irgendwas. Ah, einfach aufklappen. Ein Hammer. Kann wieder Sachen kaputt machen. Das finde ich ja großartig. Moment, ist hier auch... Ah, hier komme ich nicht hin. Ich habe schon vermutet, dass hier vielleicht wieder eine Schublade ist, die ich öffnen muss. Aber wenn ich jetzt einen Hammer habe... Sind das Nägel zum Reinschlagen? Ach, okay. Es ist zwar ein Hammer, aber der hat hier so ein Teil, womit man Nägel rausziehen kann. Gut. Dann halt so. Noch ein Draht. Wir können hier fleißig verdrahten. Guck mal kurz in den Käfig. Auf dem Boden ist nichts. Ah, okay, wir haben hier Symbole. Ich male sie mir auf meinen schlauen Zettel. Der liegt hier immer vor mir. So, ich hoffe, ich kann das später noch erkennen, was ich hier so gemalt habe. Ist manchmal so ein bisschen schwierig. So. Naja, ihr müsst ja nicht sehen, wie das aussieht bei mir. Hauptsache, ich erkenne das nachher wieder. Aber ich war noch gar nicht fertig. Vielleicht ist hier noch mehr. Sieht aber nicht so aus. Gehe ich mal zurück zum Draht. Wir haben ja jetzt hier zwei weitere. Aha. Brauchen wir da noch mehr? Ich kann auf jeden Fall nichts bewegen. Wahrscheinlich müssen wir noch ein oder zwei Drähte finden. Wir haben jetzt hier auch noch drei Teile außen, wo wir was angucken können. Kachel. Mhm.
Ah, und hier können wir wieder Plätze tauschen? Ja, können wir. Kann man hier auch irgendwas drehen? Ist das, das soll eine Eule sein, ne? Nee, unten? Da geht gerade nichts hin. Also ich denke schon mal, dass der Hintergrund hier das Richtige abbildet, oder? So. Das hier müsste nach unten, aber da kann ich nichts hinsetzen. Das heißt, uns fehlt auf jeden Fall eine Kachel. Das Teil kommt nämlich nach links, lässt sich aber gerade nicht tauschen. Das ist der Bauch von der Eule, oder? Das sieht gut aus. Nee. Okay, das passt, das passt. Ja, dann fehlt uns jetzt hier nur noch ein Teil zum Tauschen. Na, das bekommen wir hoffentlich bald. Ja, mal hier drüben hin. Die Symbole, die ich aufgemalt habe. Da haben wir die Blume. Dann hier das Sechseck. Und das Teil. Und da haben wir auch unsere Kachel. Ganz wunderbar. Und da tauschen wir die Plätze. Tada, noch ein Drehtchen. Das kommt hier aber auch gleich ran. Vielleicht reicht ja auch eins. Nee, ich glaube wirklich eins fehlt noch, oder? Das ist das Letzte, was hier noch nicht miteinander verbunden ist. Da bin ich ja gespannt, ob wir das noch in irgendeine richtige Reihenfolge bringen müssen. Ist hier sonst noch irgendwas zum Drehen? Nö. Gehen wir mal da gucken. Okay, was müssen wir hier machen? Ich kann nichts drehen. Ich kann hier nichts bewegen. Ich komme auch nicht näher ran. Das heißt, hier fehlt irgendwie noch was. Wahrscheinlich noch irgendwie eine Ebene, oder? Wo haben wir denn hier noch was ich noch nicht gesehen habe? Ich habe hier ja noch den Schlüssel, aber den kann ich auch nicht benutzen. Oh, Moment. Wenn ich so mache... Oh, das geht immer noch nicht. Hier geht nichts. Und hier geht aktuell auch noch nichts. Hier... Warte mal hier. Das kennen wir ja schon, diese versteckten Schubladen. Ein Knopf. Was können wir mit dem Knopf machen? Kann ich den hier benutzen? Fährt der hier? Okay. Aha. Oha. Jetzt bin ich aber irritiert, ihr Lieben. Ich bin irritiert. Ich habe den Schlüssel ja schon. Und wenn ich den Schlüssel hier reinmache, löst sich der Käfig. Aber wir haben doch hier noch ein Rätsel. Aber ich kann das auch gar nicht benutzen. Oder kann ich den Schlüssel hier reinstecken? Oh! Oh, wisst ihr was? Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, was passiert wäre, hätte ich den Schlüssel in das andere Fach gesteckt. Ob ich überhaupt hätte lösen können. Oh, das könnt ihr mir ja vielleicht mal sagen. Das fände ich ja spannend. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, was ich machen muss. Ob hier irgendwas sortiert werden muss. Keine Ahnung. Ich sehe kein Ziel. Das geht auf jeden Fall nicht rüber. Müssen die einfach auf eine andere Seite? Okay, lässt sich nicht sortieren. Aber das hat einen bestimmten Namen, ihr Lieben, diese Art von Rätsel. Also ich gehe mal davon aus, dass das Teil irgendwo anders hin muss. Aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wohin. Wechseln wir mal in die Mitte. Vielleicht in die Mitte, weil die Mitte ja auch leuchtet. So, jetzt nochmal rüber. Ah, nee. Doch, wobei. Wir probieren es mit der Mitte. Oh, es ist die Mitte. Gut, das hier hat auch nicht geleuchtet, ne? Wir haben den letzten Draht. Perfekt. Und jetzt? Jetzt kann ich die auch bewegen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie muss ich die verdrahten? Die gleichen Symbole miteinander? Oder? Moment, ich habe hier ein Plus-Symbol, aber außen habe ich kein Plus-Symbol. Habe ich hier nochmal ein Plus? Oder so mit einem Gegenteil? Plus, Minus? Also so immer das Gegenstück?
wenn es hier was gibt. Es sieht gar nicht so aus, als ob es hier irgendwie so Gegenstücken gibt, ne? Nach außen kann man die nicht... Ich denke mal, man muss schon irgendwie die Symbole zusammenbasteln. Also, dass die sich ergeben. Also, wenn wir den hier haben, den Kreis mit dem Kreuz, das ist das Zeichen für Erde, theoretisch. Haben wir hier denn irgendwo einen Kreis, einen kompletten? Da ist ein kompletter Kreis. Das heißt, ich brauche irgendwo ein Plus hier oben. Ha! Okay, wir müssen das so miteinander verbinden. Dann haben wir das mit dem. Sehr schön. Das, da braucht man nur einen Strich, einen senkrechten. Der ist auch da. Ist ein bisschen schwer zu erkennen hier, ne? Wir haben hier ein volles Dreieck. Das brauchen wir hier mit einem einfachen Strich. Ah, nee, das wollte ich natürlich nicht. Moment, das war hier, oder? Nee, war es nicht. Na super, jetzt habe ich es gleich kaputt gemacht. Ganz hervorragend. Egal, nehmen wir ein anderes Symbol hier jetzt. Die stimmen schon wieder. Aber das Dreieck, das sollte eigentlich... Da hängt das jetzt hoffentlich zum Bindestrich. Hier. So, wir haben jetzt noch nicht in Benutzung das, dieses H, nenne ich es jetzt einfach mal, hier drüben. Hier ist einfach so ein kleiner Pfeil nach unten. Den brauchen wir hier. Zusammen mit dem. Okay, und jetzt haben wir eigentlich nur noch den Kreis. Zusammen mit einem Pünktchen. Okay. Ah, der Schlüssel sieht anders aus, richtig, als der letzte. Gut, dann kommt er hier rein. Und damit haben wir diese Episode auch durch, ihr Lieben. Da haben wir wieder ein Level geschafft. Gucken wir uns doch gleich mal das nächste an. Mit stählerner Entschlossenheit und unerschütterlicher Entschlossenheit flehte der Mentor seine Schüler an, die Eule aus ihrem verzauberten Gefängnis zu befreien und so die schlummernde Kraft freizusetzen, die im alten Aufbewahrungsort verborgen war. Mal schauen, was wir da jetzt hier so aufdecken. Wir haben hier wieder was Leuchtendes. Da auch. Okay, wieder drei Stellen. Ich gehe direkt in den Käfig. Oh, mit dem Startknopf im Käfig. Hervorragend. Da geht's gleich los mit was auch immer. Okay, den merken wir uns. Wahrscheinlich hängt das mit dem hier zusammen. Da ist nämlich auch ein Startsymbol. Was ist das hier? Wie so eine Schreibmaschine sieht das aus. Wie so Papiereinspannung. Aber wahrscheinlich ist das was ganz anderes. Hier können wir nichts machen. Was ist hier los? Da lässt sich gerade auch nichts machen. Sieht aus wie so Mini-Stargates hier. Ist ja auch witzig. Die gab es in den anderen Leveln nicht. So, hier. Jetzt fehlt aber ein Schraubendreher. Beim letzten Mal hatten wir ja so einen Hammer, wo man aber auch Nägel rausziehen konnte. Und hier sieht es anders aus. Gut, wir können Knöpfe drücken. Irgendwas passiert da. Da steigt was an. Aha. Sieht aus wie ein Reißverschluss, soll bestimmt was anderes sein. Kann ich hier das Wasser weiter steigen lassen? Es geht gerade gar nicht höher. Muss ich jetzt auf der Innenseite Start drücken? Ja, was passiert? Oh, hier passiert was. Mhm. Gut. Wir haben wieder einen Schlüssel bekommen. Aber das hatte jetzt nichts mit dem anderen zu tun. Gut, ich würde mich hier wieder gerne woanders umgucken wollen. Und ich habe das gleiche Problem wie schon mal in irgendeinem anderen Level. Ich kann hier keinen Punkt erwischen, wo ich den Raum anders drehen kann. Und wenn ich einen Rechtsklick mache, lande ich hier wieder im Käfig, das ist auch noch ein kleiner Bug. Also irgendwie hatte sich das letztens gelöst. Ich weiß gar nicht, wenn ich hier drücke, hatte ich ja, glaube ich, die Vermutung, dass ich irgendwie aus dem Level rauskomme, ne? Ach,
Ah, nein, okay, da komme ich aus der Perspektive raus. Aber es hat nicht mehr funktioniert auf dem regulären Weg. Gut. Sollte wahrscheinlich auch so nicht sein. Oha. Ein Schieberätsel. Oder auch nicht. Da kann man auch noch nicht Start drücken. Vielleicht fehlen hier auch noch so ein paar Kacheln. Kriegen wir das auf? Mit dem Schlüssel? Eine Display-Batterie. Brauchen wir die hier? Hm. Anscheinend ja nicht. Hier haben wir auch noch Symbole. Oh, da muss man bestimmt wieder die richtige Reihenfolge klicken. Okay. Eine Kachel. Kommt hier gleich mal mit drauf. Fehlt wahrscheinlich noch eine. Vielleicht auch noch ein paar mehr. Okay, also sieht hier nicht so aus, als ob hier irgendwelche Schubladen sind, die man öffnen kann. Hier war ja nur die eine. Dann geht's jetzt mal an die Außenseite. Okay, die lassen sich bestimmt... Ja, die lassen sich alle schieben. Okay, das hier unten. Ach doch, man kann es auch so weit schieben. Vielleicht brauchen wir da irgendwie ein bestimmtes Muster. Irgendwas zu erkennen an den Dingern? Sieht ja eigentlich recht gleich aus, oder? Oh! Ach, man kann die Tür jetzt einfach öffnen. Das sind vier Türen. Kann ich da was machen? So? Kann ich wieder zumachen? Aha. Ist ja interessant. Ich mache die jetzt einfach mal so, dass die parallel sind, dass die zusammenpassen. Und das gleiche hier unten auch. Hier zu. Mhm. Unser Werkzeug, unser Schraubendreher ist da. Wir können mal wieder etwas rumschrauben. Und wieder eine Kachel. Können wir jetzt Start drücken? Ich höre nur ein ganz leichtes Piepen. Ist witzig, dass man die noch hin und her bewegen kann. Ist aber auch nicht richtig. Man kann die nur berühren. Vielleicht fehlen auch noch mehr. Man kann alle bewegen. Oder kann ich die jetzt hier auch... Ah, ich kann die einsetzen. Die Frage ist, was ist mein Ziel? Soll ich einen Weg bauen? Und wenn ja, wohin? Die lassen sich nicht bewegen. Wenn ich jetzt hier nach oben baue... Ich muss bestimmt da ankommen, oder? Geht's hier los? Ich gehe jetzt hier los und ich muss runter, dann wieder dahin, weiter runter, noch weiter runter, hier das nach oben, keine Ahnung, vielleicht brauchen wir das gar nicht. So, aber da fehlt mir noch eins mit nach unten. Oder ist einfach nicht richtig so. Ja, vielleicht fehlt da auch was. Ich weiß halt überhaupt nicht, wohin das führen soll. Wenn ich jetzt hier alle habe. Oh! Oh! Okay, jetzt beobachten wir einfach, was passiert. Das startet hier unten. Und es geht nach oben. Das heißt, wenn ich die jetzt nochmal rausnehme... Was passiert denn dann? Ah, es müssen alle eingesetzt sein. Also, es ging hoch... Ich weiß nicht, ob das hier rübergegangen ist. Muss ich dann sagen, es muss runter? Wir testen mal.
Der geht dann hoch, runter, dann füllt sich das. Ich weiß nicht, ob man das hier wieder nach oben schicken muss und hier wieder nach unten. Dann, boah. Also ist gerade nicht so einfach, ne? Erstmal hier durchblicken. Okay, ob das so cool war, keine Ahnung. Ja, man muss den Weg für die Linie hier festlegen. Hier startet's, das ist fest. Mich irritiert halt, wo geht das weiter? Also, das kommt ja hier oben nicht raus, oder? Doch. Okay, es geht bis hier. Das heißt, hier geht's runter. Dann könnte ich sagen... Ah, der lässt sich nicht bewegen. Nach links. Könnte hier nochmal sagen, runter. Nochmal nach links. Nochmal runter. Dann kann das hoch. Nach rechts. Habe ich die denn hier schon ausgemalt? Schon, oder? Boah, aber ich glaube, hier unten stimmt's nicht mehr. Ja. Oh, nee, doch. Irgendwie ist das hier lang gegangen. Warum? So. So, runter. Zack. Runter. Ach, ja, okay, klar. Dann hätte sie ja nach hier gemusst. Geht's da lang? Und hier brauche ich aber nochmal ein Feld runter. Oh, wie kriege ich denn das am besten hin? Ah, und ich habe eine Zeile übersprungen dann. Oh, das ist ja gar nicht so einfach. Hier rüber ist schon okay. Runter, vielleicht... Überspringen wir das? Nee, wir müssen schon die Zeilen richtig ausmalen. Boah, ich zottel die nochmal zur Seite. Das ist nicht so cool, wenn man die ja alle eingesetzt hat. Und vor allen Dingen, das Letzte ist ja das hier, würde ich jetzt behaupten. Dass man hier einfach damit das Ganze abschließt. Oder eins der letzten. So hoch und so. Hier geht's gar nicht anders. Wir müssen das nach unten lenken. Das kann man natürlich überlegen. So, so, so. Wir könnten auch sagen, hier machen wir wieder eins nach oben, dass wir so einen inneren Kreis haben. Dann füllt der das aus. Die Außenlinie haben wir. Hier unten sind wir auch durch. Das heißt, wir würden jetzt hier hingehen. Können wir noch nach oben? Wäre das jetzt nicht schon ausgefüllt? Warum muss ich alle hier reinsetzen? Das ist so doof. Braucht doch gar nicht alle. Hoch, so, so. Zack. Hier geht's dann lang. Damit hätte ich doch alles durch, oder nicht? Ich könnte die jetzt einfach mal hier reinsetzen, weil am Ende ist es, glaube ich, egal. Ah, aber Moment. Moment, das ist wahrscheinlich die Herausforderung, ne? Ich setze den mal dahin. Mal gucken. Sieht schon gut aus, oder? Ja. Ich denke mal, es gibt mehrere Wege. Es sind mehr Steinchen, als man sie eigentlich benötigt. Und ich habe ein Eselsohr. Das ist ein Eselsohr? Nennt man das so? Ich kenne Eselsohren nur bei Papier, wenn Papier geknickt ist. Soll das hier der Esel sein? Ich kann nicht drücken. Ah, und es fehlt noch eine zweite Batterie. Was ist denn hier drüben los? Oh, noch ein Rätselchen. Hier sind wieder Symbole und das sind wieder Einzelteile. Ich drück das mal, dass es das Symbol ergibt. Ah, ich bastel sie einfach zusammen. Auch gut. Ein Boxschiff. Wofür auch immer. Brauchen wir den hier? Oh, warum geht denn das jetzt weiter hoch?
Wie ist denn das jetzt gekommen? Muss man hier ein bisschen warten? Ist ja kurios. Brauchen wir den hier unten? Da ist die zweite Display-Batterie. Ist das jetzt funktionstüchtig? Irgendwie nicht. Geht noch nicht. Brauchen wir noch eine? Oder können wir das Eselsohr benutzen? Oh! Es kommt hier oben ran. Das sieht doch nicht aus wie ein Esel. Naja. Macht nichts, ne? Also ich gehe jetzt nochmal hier hin. Nee, jetzt geht's nicht. Huch! Nee, da wollte ich nicht hin. Da kann ich ja gar nichts machen. Hier ist nichts weiter. Da war auch nichts weiter. Hier kann ich jetzt auch nicht mehr... Ah, oh! Ich könnte die wieder rausbasteln, aber brauchen wir ja nicht. Wir haben es ja gelöst. Was ist hiermit? Wann steigt denn das Wasser weiter? Das verwirrt mich. Jetzt geht's wieder. Warum? Kommt das hier auf Millimeter an? Okay, vielleicht hat sich da echt vorn einfach nur was verkantet. Ja, gut. Muss man einfach nur richtig ausrichten. Das ist dann wahrscheinlich das andere Eselsohr. Auch wenn das kein Esel ist. Für mich ist das so ein Roboterhund. Kann ich den jetzt steuern? Oh. Ach, ich muss mir bestimmt merken, was der macht. Also links hoch. Nee. Runter. Links. Hoch. Rechts. Ja, unser Schlüssel für den Abschluss des Levels, ihr Lieben. Sehr cool. Und die Eule ist raus. Wir haben die Eule befreit, ihr Lieben. Die Eule ist durch. Das heißt, uns fehlt nur noch ein Level. Ein einziges Level. Und wisst ihr was? Ich hänge das jetzt einfach hier mit dran. Dann sind wir durch im Bereich Cyberpunk 2033. Bester Name. Oder was war das? Nee, 3077. Na, ich erzähle ja wieder was, ne? Aber schön, dass ihr so aufmerksam wart. Euch ist das bestimmt aufgefallen. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier was zum Drehen. Das ist ja großartig. Das ist also ein Verschluss. Ah, nee, dann wahrscheinlich so, dass die gleiche Farbe hier ist. Okay, wir haben schon mal irgendwas gefunden. Ein Blütenblatt. Und einen Magneten. Ich gucke wieder in den Käfig. Ich konnte mir das in den ganzen Episoden einfach nicht angewöhnen, das direkt am Anfang zu machen. Hauptsache, ich mache es überhaupt. Hier ist so ein Schatten. Keine Ahnung, was der bedeutet. Hier haben wir Knöpfe. Viereck, Kreis, Dreieck, Strich. Da brauchen wir bestimmt irgendwann eine Reihenfolge. Okay. Also einfach nur die Knöpfe auf der Innenseite. Das können wir bestimmt wieder kaputt machen. Oder können wir den Magneten benutzen? Moment. Nee. Schade. Ich habe ja gehofft, da ist irgendwas drin, was sich mit dem Magneten bewegen lässt. Ach doch! Oh, geht doch. Hat nur am Anfang nicht so drauf reagiert. Ein Schalter. Wo können wir den Schalter gebrauchen? Hier ja nicht, da kommen wir ja gerade her. Hier ist noch nichts hinter. Ah.
Aber da fehlt bestimmt noch einer. Und das Blütenblatt müssen wir mal gucken. Kann man hier was machen? Nee. Lässt sich nichts drehen. Gucken wir uns das mal an. Das hatten wir ja auch schon. Einfach diese Kugel hier lang bewegen. Ein Knopf. Ja. Ein Knöpfchen, ein Drehknopf. Kommt der hier drauf? Nein. Moment. Ist das hier eine Vertiefung? Nee. Nichts, was man irgendwie machen kann. Naja, haben wir wieder Symbole übereinander. Oh, das sind Schalter oder Knöpfe. Hier nicht. Oder Moment. Ihr hört ja das Piepen. Das sind wahrscheinlich die Knöpfe auf der Rückseite. Ach, da muss man bestimmt die Ebenen richtig bestimmen. Moment, also ganz unten ist das Viereck. Danach wäre es für mich der Kreis. Dann das Dreieck und ganz oben drauf von den Ebenen ist der Strich. Dann ist das so gedacht. Okay, gehen wir mal rein. Viereck, na, Viereck, Kreis, Dreieck, Strich war nicht richtig. Was war da los? Moment. Viereck, Kreis, Dreieck, Strich. Noch ein Knopf. Natürlich witzig, dass das wirklich einfach von links nach rechts die Reihenfolge war, ne? So, wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Knöpfe. Aber hier fehlt noch ein Schalter. Na, gucken wir mal, was hier außen rumhängt. Kommt bestimmt ein Blütenblatt ran. Oh, und dann, da fehlen aber noch welche. Oder sind das alle? Nee. Ich hätte gedacht, da fehlen noch mindestens zwei, um das richtig zu öffnen. Können wir hier was machen? Drehen? Hier unten? Ach, da kommen bestimmt die Knöpfchen rein. Aha. Oh, müssen wir die Symbole so drehen, dass die hier den Schwan ausfüllen? Ach, ich kann die sogar benutzen. Ach, wie cool. Ah, dann drehen wir doch mal weiter, bis ich die richtig habe. Aha, aha. Das ist nett. Sowas mag ich. Basteln wir uns das zusammen und drehen uns die Teile zurecht. Das große. Oh, haben wir gerade schon wieder ein anderes? Nee. Moment. Nee. Ach nee, das kommt gar nicht dahin. Das müssen wir nochmal anders drehen. Jetzt haben wir das da. Das hier müssen wir. Nee, noch einmal. Nein, Moment, ich habe falsch gedacht. Wow. So rum. Das passt, oder? Nee, auch einmal komplett umdrehen. Aber hier. Ein Blättchen. Schmeißen wir gleich hier ran. Ah, eins fehlt noch. Okay, hier unten sind so Fächer. Kann auf jeden Fall was drehen. Ah, und drin ist Flüssigkeit. Muss das einfach nur auf 50-50? Mal langsam. Nee, 50-50 ist nicht die Lösung. Okay. Vielleicht einmal komplett auf die andere Seite füllen. Aha. Einmal komplett die Seite umgefüllt. Dann haben wir einen neuen Schalter. Können wir jetzt? Ah, jetzt können wir die hier. Oh Mann.
Wir müssen also alle Schalter wahrscheinlich grün schalten. Oh, wer, der schaltet wieder rot. Nein! Oh, weia. Kann ich denn hier noch irgendwas beeinflussen? Nee, ich muss einfach nur wirklich sagen, in welcher Reihenfolge, ne, dass hier alles gleichfarbig wird. Alle müssen grün werden. Wenn ich den jetzt hier reinschubse, macht der rot, rot und der unten wird grün. Das können wir aber mal machen. Ach, der fällt dadurch. Ach, okay, 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 okay. Ja, jetzt ist der wieder... Vielleicht muss es auch nicht alles auf grün, sondern die Kugel muss doch irgendwo anders hin. Bin mir gerade nicht so sicher. Der färbt den jetzt, aber dafür ist der oben wieder falsch. Also die waren vorher alle rot, ne? Jetzt haben wir den hier wieder gefärbt. Wenn der jetzt runtergeht, der fällt wieder runter und macht den wieder rot, ne? Oder fährt der da lang? Nee, doch. Ich bin irritiert, ihr Lieben. Wenn der jetzt da runtergeht, der zeigt nach rechts. Nach links, nach rechts. Der wird grün, der wird rot, der wird grün. Wie soll ich denn hier alle grün bekommen? Wenn ich den jetzt durchschubse, wird der grün, aber der ist wieder rot. Kann ich hier zeitgleich? Nee. Jetzt haben wir hier gleich alles unten grün. Aber es hilft ja nicht. Das hilft mir gerade nicht. Also ich weiß nicht, ob ich hier schon wieder zu kompliziert denke. Oder ob das einfach nicht so trivial ist, wie man vielleicht denkt. Und am Ende färbe ich hier wieder alles um. Wenn ich jetzt hier die Kugel durchjage, wird das rot, das wird rot, das wird rot. Das ist aber okay, weil wenn ich beim nächsten Mal die Kugel hier durchwerfe, wird das grün und das wird auch wieder grün. Ah, aber das nicht, weil das ist ja noch falsch gedreht dann, oder? Wartet mal. Okay. So, beim nächsten Mal. Grün, grün, rot. Aber dann ist der hier schon verloren. Boah, also, ich glaube, das stelle ich mich jetzt gerade wieder an, ne? Grün, grün. Grün. Und dann ist das Thema erledigt. Dann ist die Seite durch. Aber kriege ich die andere Seite hin? Ohne die hier kaputt zu machen? Weil das wird jetzt grün, das wird grün. Aber hier unten, also da komme ich nicht hin. Wenn ich den jetzt hier nochmal umwechsle, dann mache ich hier hinten wieder alles kaputt. Der ist nicht richtig gewesen. Rede noch mal so. Der geht da runter, der wechselt den und dreht den aber nicht. Ich bleibe aber trotzdem jetzt mal auf der Seite hier. Weil jetzt kann ich ja wenigstens hier wieder rüber. Das ist schon okay. Ich glaube, okay, wir haben es. Ich hoffe, ihr habt einfach gesehen, was ich da getan habe. Ich war mir der ganzen Geschichte nicht so richtig bewusst. Ich habe aber bekommen, was ich wollte. Ihr könnt genau diesen Weg gehen, wenn ihr das lösen wollt. So kommt ihr auch ans letzte Blatt. Ah. Ein schönes Blümchen. Kann ich hier... Ach so. Ich kann die Blume irgendwie noch hier bewegen. Huch! Was ist da denn passiert gerade? Das war aber laut. Okay, ich kann die Reihenfolge noch ändern. Wahrscheinlich dann einfach so, wie es irgendwie zusammenpasst. Also gelb, orange. Ich weiß nicht, kommt dann
Rot. Ach, an Rot komme ich gar nicht ran. An Rot komme ich gar nicht ran. Muss das vielleicht dann einfach ähnlich sein gegenüber? Ne, Moment, aber dann wäre ja Blau hier gegenüber von Blau, oder? Die verschiedenen Töne. Und Rot. Das wäre hier dann... Passiert ja auch was? Die bewegen sich nur hin und her. Die kippen ein. Die tauschen die Position nicht. Moment. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, also eins geht hoch und dann drücke ich das andere und dann dreht sich das. Und ich kann euch nicht sagen, welche Reihenfolge das ist. Ich hätte halt vermutet, dass einfach die Farben so ein bisschen ja, aufsteigend sein müssen. Moment, dann kommt Rot. Ja, Rot kriege ich nicht berührt. Warum kann ich denn Rot nicht bewegen? Ist das einfach, weil Rot die feste Farbe ist dann? Okay, aber dann sagen wir, Rot ist fest. Die anderen kann ich alle bewegen. Hm. Gut, also Rot ist fix. Jetzt müssen wir halt überlegen, was hier gefordert ist. Vielleicht Orange. Dann müssen wir hier mal noch ein bisschen drehen. Dass wir sagen, hier kommt dann Gelb daneben. Und hier in die Richtung geht es vielleicht mit Lila weiter. Vielleicht ist auch irgendwo im Raum eine Blume, die ich einfach nicht gesehen habe. Machen wir mal so. Okay, das ist nicht richtig. Ich guck mal kurz, ob ich hier irgendwo ein Blümchen sehe, dass ich eine Orientierung habe, wie das eigentlich aussehen soll. Im Käfig was? Nö. Das heißt, wir müssen selber überlegen, welche Logik hier bei der Blume ist. Rot ist fix. Was können wir da gegenüber machen? Ich meine, man könnte jetzt auch sagen, man nimmt vielleicht Blau gegenüber. Und Rot und Blau ergeben ja irgendwie Lila. Und dann sind hier die abgestuften Farbvarianten. Aber dann hätte es ja jetzt auch schon richtig sein müssen, oder? So. Da ist aber der hier falsch. Ne, ich glaube, das ist so nicht richtig. Also vielleicht wandert hier Blau noch mal ein Stück. Also das irritiert mich. Das ist wieder nicht so einfach. Irgendwie muss das ja schon mit so einer absteigenden Farbvariante zu tun haben, oder? Also irgendwie... Oder vielleicht Gelb gegenüber von Rot. Aber was soll mir das bringen? So richtig bringt das ja auch nichts. Was ist hier die richtige Reihenfolge? Also wie soll man drauf kommen? Rot ist die stärkste Farbe. Und zwischendrin die Schritte, hätte ich gesagt, sind halt einfach eine Mischung aus den Farben in irgendeiner Abstufung. Also wenn ich jetzt sage, wir haben Rot und Blau, ergibt das Lila. Dann haben wir hier einen, weiß ich nicht, das Lila. Ja, vielleicht noch mit dem Blauton. Das, ja, das hätte vielleicht aus Grün und, weiß ich halt nicht. Das funktioniert so nicht. Das ist einfach nicht logisch. Ich wollte die auch nicht tauschen. Ich würde das gerne mal zusammenklappen. Aber irgendwo fehlt mir hier die Logik. Weil man kann ja auch keinen Farbkreis nachbauen, so wirklich.
Na, also ich mach mal grün rüber nochmal gegenüber von rot. Und dann lassen wir blau mal rüber wandern. Nein, bitte ein zweiter. Aber es hilft ja auch nicht. Das und das ist orange. Blau. Also so ganz haut das hier nicht hin. Ihr Lieben, so ganz haut das hier irgendwie nicht hin. Moment, die tauschen wir nochmal. Gelb, blau, grün. Gelb, rot, orange. Blau. Und dann dieses helle. Hellblau ergibt auf jeden Fall nicht lila. Aber ich kann das auch nicht zusammenmischen. Das haut überhaupt nicht hin. Also das verstehe ich nicht. Ihr Lieben, hier stehe ich auf dem Schlauch. Mir fehlt die Idee, wie hier die richtige Reihenfolge sein soll. Stelle ich mich gerade einfach zu doof an und würde ich mir jetzt auch tatsächlich die Lösung holen. Ja, da drüben waren wir ja gucken. Orange. Blau. Tauscht den Platz. Ja, das haben wir ja verstanden. Moment. Also es ging tatsächlich hier unten los mit dem Gelb. Das habe ich halt gesehen. Wir gehen mal kurz hier hin. Also ich glaube, es war Gelb, Orange, Rot und dann ging es hier immer weiter. Aufsteigend sozusagen. Ich drehe das nochmal fröhlich hin. Ich habe mir eh nicht alles gemerkt. Also gelb, orange, rot. Ich glaube, vorhin in dem Lösungsbild war hier irgendwie das Grün, ne? Dann nehmen wir mal das. Also die Grüntöne mit. Und jetzt hier grün. Und dann tauschen wir jetzt noch blau aus. Moment. Beiden noch. Das ist trotzdem nicht richtig gewesen. Moment, ich schaue noch mal in die Lösung. Orange. Da. Also gelb, orange, rot. Das geht so schnell weg. Gelb, orange, rot. Die lila Töne, blau, türkis. Ah, die beiden müssen noch tauschen, ne? Und die beiden. Okay. Gut, dann halt so. Das sind die aufsteigenden Farben. Habe ich vorhin wahrscheinlich einfach falsch im Kopf gehabt, wie man das hier sinnvoll sortiert. Aber ja. Soll dann so sein. Aber ist ja am Ende dann halt auch wirklich ungefähr so, dass die beiden äußeren die Farbe in der Mitte ergeben. Nur ungefähr. Nicht komplett. Ganz logisch ist das hier, glaube ich, nicht. Aber das ist so der Farbkasten. Das nächste Mal lege ich mir einen Farbkasten hier irgendwie auf den Tisch. Dann habe ich das auch gleich zum Mischen parat. Gut. Wir haben jetzt aber den letzten Schlüssel und damit auch die letzte Eule. Die Eule ist in Freiheit. Und damit haben wir das Spiel durchgespielt. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben alle Vögel gerettet. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und danken Ihnen fürs Mitspielen. Sehr gerne! Alle Vögel sind schon da sozusagen. Könnt ihr gleich mal anstimmen. Bitte in der schönsten Sonntagsstimme. Und für mich heißt es dann hier an der Stelle auch Feierabend. Kurzes Fazit zum Spiel. Hat mir auf jeden Fall Laune bereitet. Waren schöne Level.
teilweise ein bisschen einfach zu lösen. Die Rätsel haben sich halt auch immer mal wieder wiederholt von Level zu Level. Jetzt nicht extrem, aber manchmal war das halt schon der Fall. Ansonsten, ja, habt ihr ja schon gesehen, gab es an der einen oder anderen Stelle manchmal einen Bug oder irgendwas war nicht so gut greifbar hier am PC. Mag eventuell bei der Smartphone- oder Tablet-Variante deutlich besser gehen. Das könnt ihr mir gerne mal schreiben. Würde mich tatsächlich interessieren, ob das Ganze da einfach ein bisschen handlicher ist. Ansonsten wirklich ein nettes Spielchen, netter Zeitvertreib. Kann man sicherlich auch in vielleicht ein paar Jahren nochmal spielen, wenn man einfach vergessen hat, wie sich die Rätsel lösen lassen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir sagt, wie euch es gefallen hat, ob ihr es selber gespielt habt oder noch spielen werdet und das Ganze hier einfach als Lösungsvideos genutzt habt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch beim nächsten Projekt wieder reinschaut und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Ciao! Da war ich zu schnell, ihr Lieben, da war ich zu schnell. Es gibt noch einen Abschlusstext. Geführt von der eisernen Eule des Mentors wagten sich die Studenten in die Tiefen der Akademiebibliothek und enthüllten eine versteckte Treppe, die zu einer Schatzkammer antiker Kenntnisse und Artefakte führte. Gemeinsam vereitelten sie die eindringende Dunkelheit und bewahrten das Erbe der Akademie, für immer verbunden durch die Bande des Fleißes und der Einheit, die sie auf ihrer bemerkenswerten Reise geschmiedet hatten. Jetzt sind wir aber wirklich durch. Wollte ich euch das glatt unterschlagen, das letzte Bildchen. Also dann, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Thank you.